Wir sind heute bei Anna Wieser. Sie ist gelernte Köchin und Konditormeisterin und die Rezeptfrau von Salzburg schmeckt. Anna, heute gibt es ein Restelessen. Es wird so furchtbar viel weggeschmissen. Du sagst, gar nie notwendig. Nein, also wenn man kreativ ist und eben das, was am nicht so gut ausschaut, vom Kühlschrank rauszunehmen, da einfach was einfallen lassen, dann braucht man wirklich nie was wegschmeißen. Und was gibt's heute? Jetzt ist es so, dass wir am Wochenende einen Broten gehabt haben, da ist Sauerkraut überblieben und ein Püree und das schlicht man aufeinander. Es wird ein Auflauf, das kann man nachher gleich machen, wenn man den Tisch abrammt, dass man es gleich einschlicht in eine Auflaufform, dann eben in den Kühlschrank gibt, weil man ist ja gerade satt. Und dann hat man schon gekocht, genau, für den nächsten Tag. Nächsten Tag einfach raus, rein ins Rohr und wird überbacken und es ist fertig. Und es schmeckt herrlich, die Kombination. Da bin ich neugierig. Ja. Ich kann mir es nicht gut vorstellen, aber da bin ich gespannt. Du hast ja drei Assistenten gleich in der Küche. Der Severin, die Clara und die Paula. Und die helfen alle schon mit. Ja, die sind immer. Also, wenn sie nicht helfen sollen, nachher muss ich es aus dem Haus schicken. Na gut. Die sind sehr, sehr tüchtig und mir macht Spaß. Je mehr Leute das in der Küche sind, umso spannender. Und dann gehen wir es lang. Ja. Es zwar dürft ihr jetzt an die Sauerkraut bitte da einschlichten. Das Püree ist schon drin. Da schneiden wir die Wurst zusammen, die was wieder mal überblieben ist. Und da geht wahrscheinlich alles. Speck, alles was so bleibt. Genau, alles. Es geht auch so, dass man so ein gekochtes Rindfleisch kann man einschneiden, ein gesöchtes, genau, Wurstreste. Ein faschiertes Anbraten noch oder eine faschierte Larve noch eingeschlicht. Also alles ist möglich. Eigentlich. Man muss sich nur trauen. Genau, oder man kann es auch weglassen, dann war man vegetarisch. Ich nehme an, du hast Salzburger Produkte. Ja, genau. Den habe ich gestern geholt bei der Käserei in Elixhausen. Die stellen einen super Käse her. Und das Schöne ist halt bei so einem Spezialgeschäft, man kriegt eine Auskunft. Eben, dass er 4 Monate reif ist, dass alles eben vor Ort hergestellt ist, dass die Milch nicht lang geliefert wird, sondern echt der ökologische Fußabdruck ist minimal und heutzutage wird Gott sei Dank wieder drauf geschaut. Ja, und sie schmecken ja auch gut, die Erdäpfel aus dem Salzburger Land, die Milchprodukte, aber eigentlich alles. Das ist doch rein. Grundsätzlich habe ich den Käse gewählt, weil er einfach gut schmilzt. Aber man kann wahrscheinlich, wenn man einen anderen zu Hause hat, da nehmen. Genauso. Schmeckt's gut? Ja. Ja, da musst du noch viel reiben, wenn es zu viel kostet. Ha? Das ist interessant. So gewöhnen sie Kinder natürlich ans Kochen. Ja, und. Wenn sie dürfen. Genau. Man darf sie ja nicht schrecken, wenn einmal die Küche dann mehr ausschaut und der Boden und so. Nein, und es ist, finde ich, voll, voll wichtig, dass eben in dem Alter schon was tun dürfen und wir auch keine Angst haben, weil passieren kann natürlich in der Küche genug. Ja, aber kann überall woanders auch. Man kann auch über die eigenen Füße strippern. Ja. Können sie schon draufschlichten. Da, rein da. Und dann kommt sie ins Rohr oder eben für morgen in den Kühlschrank. So, dann sind wohl die Reste verbraucht. Dann können wir da zusammenrahmen. Gleich wird es spannend. Glaubst du, dass es gut schmeckt? Ja. Das probieren wir jetzt. Hm? Ja. Dann sehen wir es. Achtung, heiß. Aha. Ausschauen tut es gut, ja. Heiß, Achtung. Ganz, ganz heiß. Ist ja wirklich gut. Raus bin ich. Warte bloß mal. Einmal der Finora. Ja, klar. Wir werden das einfach aufessen. Anna, danke vielmals. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Wirklich gut. Ja, danke. Salzburg schmeckt.